Also voriges Jahr zu Weihnachten habe ich ein Mikrofon gekriegt. Da habe ich das mit 2 Jahren in der Hand und murmel irgendwas rein. Da gibt es ein Foto davon, das ist so lustig. Bei meiner Erstkommunion haben sie gefragt, wer vielleicht im Chor singen möchte aus unserer Klasse. Und ich habe als Einzige aufgezeigt. Und ich habe da gesehen und daher habe ich gesehen, dass ich das absolut liebe, auf der Bühne zu stehen. Ja, es ist einfach total toll, es ist unbeschreiblich, das Gefühl. Wenn ich auf der Bühne stehe und wie am Anfang, wenn ich reingehe, das Gefühl, ich kann das nicht. Nein. Man fängt an zu zittern oder zu schwitzen, die Hände sind nass. Aber da denkst du dann, also wenn du singst, dann ist das schon alles wurscht. Du singst dann einfach nur. Und ich bin hier, weil ich halt auch gerne singe und das auch gut mache. Und weil Singen meine Leidenschaft ist. Bei mir gibt es echt wirklich nichts außer Singen. Singen, Gitarre spielen und ja. Ich würde echt für jeden singen, außer meiner Mutter, vor der singe ich nicht so gerne. Ich weiß nicht warum. Ja, das war ganz lustig. Ich spiele am Computer, währenddessen kocht die Mama. Iris, möchtest du bei Kiddy Contest mitmachen? Ja, ich so, ja, natürlich. Und schon ging's los. Morgen Abend ist es wieder soweit. In den Rosenhügel-Studios in Wien findet das große Finale des Kiddy-Contest statt. Nur 11 ganz große Talente werden morgen um den begehrten Sieg kämpfen und sie alle haben bis zum Finale bereits einen langen und spannenden Weg hinter sich gebracht. Denn Bewerbungen gab es wie immer viele. Aus immerhin 2200 Kandidaten ist jetzt 1% übergeblieben, also 22 Jungs und Mädchen, die jetzt mit aller Inbrunst versuchen, ins Finale zu kommen. Doch ins Finale kam nur, wer auch die letzte und schwerste Hürde am Weg zur Show überstand. Die Audition. Sie steht am Ende eines Castings, das bereits Monate vor der Show begann. Doch nur die besten 22 der vielen tausend Bewerber wurden eingeladen, persönlich vor die gestrenge Jury zu treten. Streng bin ich nie. Streng bin ich auch zu Erwachsenen nie. Das mag vielleicht stimmen, doch trotzdem war das Casting für alle Kandidaten natürlich eine echte Nervenprobe. Denn je 2 Kinder mussten an diesem Tag denselben Titel vortragen. Der oder die bessere der beiden kam ins Finale. Ein spannender, alles entscheidender Tag. Der erst 8-jährige Thilo aus Bochum war der Erste auf der Bühne. 5, 4, 3, 2, 1. Sie kam zur Tür herein und traf mich wieder blitz. Ich sah sie an und fiel mit roten Ohren vom Sitz. Am Anfang habe ich immer total Herzklopfen. Aber dann, wenn ich auf der Bühne stehe, ist das immer total vorbei. So Lampenfieber auf der Bühne habe ich ja nicht. Doch dann ging ich ran, schrieb ihr ein. Man muss es einfach locker nehmen, also einfach, als wenn du in der Küche singst mit deiner Mutter, wie auch jetzt hier in der Show, wo wir gerade gesungen haben. Und ja, einfach gar nicht dran denken, einfach nur lossingen und Mimik zeigen. Thilo weiß also schon sehr genau, dass Singen allein nicht reichen wird, um in die Show zu kommen. Die nächste Kandidatin, die 10-jährige Jill aus Dortmund, bringt neben ihrer Stimme vor allem Temperament mit auf die Bühne. Als dann der Refrain kam, da habe ich ja richtig einen draufgelegt, weil ich mich auch sehr angestrengt habe, weil ich will ja unbedingt weiterkommen. Und das hat mir dann richtig Spaß gemacht, weil die anderen haben dann alle so mitgemacht und das war dann richtig lustig. Die Stimmung war bei Jills Auftritt wirklich toll. Doch was beim Casting tatsächlich zählt, weiß Juror und Kiddy Contest Miterfinder Erwin Kienast. Also natürlich ist der Gesang, der ja dann auf CD kommt und den man ja dann ein ganzes Jahr dann auch, die Kinder hören ja das unheimlich oft, ist sehr entscheidend. Das ist das oberste Kriterium. Dieses oberste Kriterium dürfte Magda aus München jedenfalls erfüllen. Denn ich glaube an dich,
so viel. Komm, steh wieder auf, ich bring dich an dein Ziel. Das zweite Kriterium betrifft auch Persönlichkeit und Ausstrahlung und auch Bewegung. Aber wenn wer wirklich ganz, ganz toll singt, ist meistens die Ausstrahlung und die Bewegung auch so in einem ausreichenden Maß vorhanden, dass man sagen kann, das geht sich schon aus, auf alle Fälle. Ob es sich für Magda ausgehen wird, ist ihr eigentlich nicht so wichtig. Sie ist erst mal froh, ihren Auftritt gut über die Bühne gebracht zu haben. Total das schöne Gefühl, also da vor einer Jury zu stehen und alle gucken einen an und ja, es hat Spaß gemacht. Das war dann eigentlich die Aufregung gleich, wenn man im Song drin ist, war sie eigentlich total weg und das war total schön. Auf jeden Fall total. Wer auf der Bühne ein gutes Gefühl hat, der hinterlässt natürlich auch bei der Jury fröhliche Gesichter und einen entsprechend guten Eindruck. Die sind sehr gut. Hat auch gute Strahlung. Schon eine gute Strahlung. Eine positive Ausstrahlung. Ja. Extrem sympathisch. Ja. Na bitte, klingt doch gut. Next. Doch gleich nach Magda ist Leonie an der Reihe und auch sie liefert eine tolle Performance ab und macht es damit der Jury sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Denn ich glaube an dich, in dir steckt so viel. Komm, steh wieder auf, ich bring dich an dein Ziel. Die Magda mit ihrer ägyptischen Abstammung, unglaublich musikalisch, unglaublich starke Ausstrahlung. Also das ist schon ein Profi, der aber noch Kind geblieben ist. Also da tut man sich wirklich sehr schwer. Das ist auch vom Gesang her sehr, sehr gut. Die Leonie vom Gesang her auch wahnsinnig gut, wirkt schon ein bisschen größer, ist vielleicht von der Strahlung nicht ganz so, obwohl von der Qualität her der Darbietung sind beide, geben sie sich beide eigentlich nicht viel in der einen oder in der anderen Richtung. Die Jury macht sich die Entscheidung nicht leicht, wer weiterkommen soll. Auch Vorjahressiegerin Caroline, die heuer selbst Jurymitglied ist, weiß, dass sie eine große Verantwortung zu tragen hat. Ja, schon. Es ist auch schwer, irgendwas zu entscheiden, weil wenn man dann die Kandidaten sieht, die jetzt nicht ins Finale kommen, sind ist das schon etwas blöd. Schon klar, aber noch blöder wäre es natürlich, wenn die Jury sich gar nicht entscheiden könnte oder gar zu wenig echte Talente dabei wären. Das ist aber heuer ganz und gar nicht der Fall. Also bis jetzt ist es sehr, sehr erfreulich, weil wie gesagt, wir sehen ja auch die Kinder hier zum ersten Mal, sind ja auch dadurch nicht voreingenommen. Und ja, und wir werden hier lange Diskussionen haben und für und wieder haben, bis wir die finden. Aber es kann im Moment jeder gewinnen und jeder würde hier eine gute Figur machen. Um auf der Bühne eine möglichst gute Figur zu machen, braucht es natürlich auch das entsprechende Styling. Deshalb sind bereits bei der Audition Profis am Werk, um aus den Kindern auch optisch das Maximum rauszuholen. Beim Styling wird aber natürlich in erster Linie darauf Wert gelegt, die Wünsche der Kids umzusetzen. Was sind deine Lieblingsfarben? Orange, also eher helle Farben, orange, gelb, rot, hellgrün und hellblau. Was tragst du am liebsten? Ja, schon. Und Farben, die du gar nicht gern tragst? Pink, rosa, violett, solche Farben. Mhm. Naja, die großen Herausforderungen sind die, dass man auf die Kinder eingeht. Also, dass man den Stil der Kinder absolut beibehält, dass man die nicht verändert, weil die schlüpfen in keine Rolle. Die sind, wie sie sind und sollen in dem Stil auch bleiben. Und da hast du lieber Hosen oder Röcke? Hosen. Eindeutig. Und Kleider? Nein. Auch nicht so. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man auf jedes Kind eingeht, aber trotzdem jedes Kind einen eigenen Look hat. Wie lange warst du jetzt in der Maske? 10 Minuten. Ja? Echt? Und hast du die Frisur immer oder nur, wenn du auf der Bühne stehst? Nur, wenn ich auf der Bühne stehe. Okay, ja? Dann machen wir es jetzt ernst. Ja. Runter. Alexander zeigt, dass die Buben den Mädels in Sachen Stilbewusstsein auf der Bühne um nichts nachstehen. Und auch gesanglich sind sie heuer ganz vorn mit dabei. Was erstaunlich ist, immerhin bewerben sich beim Kiddie Contest viel mehr Mädchen als Buben. Alexander ist einer der wenigen mutigen Jungs.
Ich sage immer, 500 Mädchen kommt ein Bube, der sich überhaupt traut, das zu machen. Und ich freue mich vor allem, dass wir heuer eigentlich sehr tolle Buben haben. Das ist ein traditionell großer Schwachpunkt im Kiddie Contest. Das bewerben sie, würde ich sagen, 95% Mädchen, 5% Burschen. Darum sind wir sehr froh, wenn so wie heuer schon ein paar Stimmen dabei sind, wo ich sage, wow, also da haben wir wirklich erste Klasse Buben. So wie es aussieht, dürfte Alexandra die Jury ziemlich beeindruckt haben. Hast du irgendeine Gesangsausbildung? Ja, vor einem Jahr oder sowas. Und sag, es gibt ja ganz wenig Buben, die sich beim Kiddie Contest bewerben. Hast du da keine Angst, keine Scheu gehabt, dass wer sagt, ja, beim Kiddie Contest, du als Bub? Hat? Es gibt ja viele Sänger, die sind auch Buben. Richtig. Wo er recht hat, hat er recht. Einen ähnlichen Gedanken wird wohl auch der 10-jährige Stefan gehabt haben, als er sich beim Kiddie Contest gemeldet hat. Allerdings tritt er mit Unterstützung von Sophia aus Deutschlandsberg im Duett an. Taschengeld. Ja, es wäre mir am Anfang lieber gewesen, dass ich kein Duett singe, aber jetzt ist es mir eigentlich auch, ich will es nicht mehr umändern. Nun, warum auch? Die Jury ist von den beiden sichtlich angetan und auch Stefan selbst ist eigentlich mit der Performance durchaus zufrieden. Sein eigenes Talent. Also ich setze es mir gut ein, nicht sehr gut, nicht befriedigend, nicht genügend. Aber ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Olympia. Das ist mein größter Traum, dass ich da weiterkomme und... Ja, Daumen halten und mitfiebern hieß es an diesem Tag natürlich auch für die Eltern der Kids, die teilweise noch nervöser waren als die jungen Stars. Und, wie war's? Toll. Super. Ja. Es ist fürchterlich aufregend. Aber man kann ja nichts machen. Man sitzt da und wartet und ja. Während viele Eltern und deren Kids aber nur noch auf die Entscheidung warten müssen, haben andere noch nicht einmal ihren Auftritt hinter sich. Der Castingtag ist lang und die Spannung steigt mit jeder vergangenen Stunde. Während viele hier nur warten, nützt Vanessa die Zeit, um mit ihrer Mama die Tanzschritte nochmal durchzugehen. Auch Papa Georg zittert natürlich mit. Ja, wir sind schon sehr gespannt heute. Wir hoffen natürlich das Beste und sind nicht alle miteinander sehr nervös. Ich bin heute sehr aufgeregt. Ja, aber werde ich schon machen. Das ist die richtige Einstellung. Und mit so viel Selbstbewusstsein kann auf der Bühne eigentlich auch nichts mehr schiefgehen. Die Jury ist offenbar vorerst von Vanessa recht überzeugt. Doch sie weiß, dass das noch nicht entscheidend sein muss. Immerhin tritt noch ein anderes Mädchen mit demselben Song gegen sie an. Von den Bewegungen her ähnlich. Also ich kenne die andere nicht. Also kann sein, dass die Beste vielleicht ist. Aber ich habe mein Bestes einfach gegeben und es ergibt sich dann eh. Man sieht, sie war einfach dabei und das ist auch das Wichtigste. Ich muss jetzt nicht weiterkommen, weil vielleicht war einfach schlechter als die andere. Und sieht man noch eine. Vanessas Sorge bezüglich ihrer Mitstreiterin ist unberechtigt, denn wenn zwei Kandidaten mit demselben Lied so richtig top sind, können ausnahmsweise auch beide ins Finale kommen. Schließlich geht's beim Casting darum, wirklich die Besten zu finden. Sowohl Mira Sophia als auch Vanessa dürften auf jeden Fall zu den Besten zählen. Vielleicht auch deswegen, weil sie in erster Linie Riesenspaß an der Sache haben. Und das ist auch den Eltern das Wichtigste. Stolz sind diese natürlich unabhängig vom Erfolg. Ich bin natürlich sehr stolz auf meine Tochter. Wenn es im Rampenlicht steht und man sieht, dass ihr Spaß macht. Und ist natürlich das Oberbeste, was es gibt. Ja, ich sehe auch, dass sie einfach so viel Spaß hat bei der Sache. Ja, und das macht uns auch Freude. Und da fühlt man sich immer gut. Wenn ein Kind zufrieden ist mit dem, was es machen kann, dann ist es eine schöne Sache. Und das passt so, ja.
das Herz geht auf und am liebsten möchte man schreien, das da oben ist mein Sohn. Ja. Nun, das da oben ist natürlich nicht ihr Sohn, sondern ihre Tochter. Carmelin aus Wien schlägt sich tapfer vor der Jury, während Mama Nathalie sich draußen Gedanken über die Konkurrenz macht. Prognose traut sie sich aber noch keine abzugeben. Auf mein Knie fliegen sie. Es ist schwer zu sagen, weil wir haben gehört, die waren alle gut und ich bin schon sicher, ja, die waren alle super, ja. Also wir werden sehen. Trotz der lobenden Worte für die anderen Kandidaten wird Carmelins Mama aber wissen, dass auch ihre Tochter eine heiße Kandidatin fürs Finale ist. Denn auch für sie gibt es einfach nichts Schöneres, als auf einer Bühne zu stehen. Wie echte Flieger. Dann kommst du auf die Bühne und jeder fängt ganz klatschen. Fühlst du dich geehrt und das ist so toll. Das ist so ein tolles Gefühl und fangst du an zu singen und jeder schaut dich an. Tolles Gefühl. Am späten Nachmittag der Audition steht eines bereits fest. Die Entscheidung, wer ins Finale kommen soll, wird dieses Jahr besonders schwer. Denn fast alle Kandidaten zeigen eine beeindruckende Show und hätten das Ticket fürs Finale verdient. Das gilt auch für Iris Raquel, die mit ihren 11 Jahren auch schon eine ganz große Stimme hat. Einem solchen Organ ist man natürlich wie geschaffen für den Kiddie Contest. Und auch die 13 Jahre alte Chiara aus Klagenfurt weiß schon sehr genau, was sie auf der Bühne tut. Obwohl sie irgendwie wohl meint, heute wäre nicht ihr Tag. Verbarg, mit einem Grinsen sagt er, heute ist nicht dein Tag. So eine Pleite kann nur mir passieren. Ein kleiner Kobold will mich wohl blamieren. Also blamiert hat sich Chiara beim Casting bestimmt nicht. Doch trotzdem lag die Entscheidung letztlich in den Händen der Jury. Diese schaute sich nach allen Auftritten die vielen Highlights noch einmal ganz genau an. Denn viele Kids machten zusätzlich zu ihrem Song sogar noch Fleißaufgaben. Was der Jury bei der Entscheidung natürlich dann sehr hilfreich war. Neben der einen oder anderen sehenswerten Tanzeinlage wagten sich einige Kids sogar in die Königsdisziplin des Musikgeschäfts vor. Ganz ohne Musik, also a cappella singen, das brachte natürlich Punkte. Even heaven cries, everybody cries, it's okay to doubt yourself sometimes. Time starts to pass before nobody's frozen. I don't know what this is, cause you got me good, just like new, new world. Bye bye, yes, it's thanks for bye. Bye bye, baby, bye bye. Once more, you open the door, and you're hearing my heart, and my heart will go on. Die 22 Kids gaben an diesem Tag wirklich alles und die Jury hätte am liebsten jeden Einzelnen ins Finale gewählt. Aber in der Finalshow ist eben nur Platz für 11. Doch obwohl nur jeder zweite Kandidat durch das Casting kam, waren sie alle längst Sieger. Denn sie waren die letzten 22 aus über 2000 Bewerbern. Ein Erfolg, den ihnen keiner mehr nehmen kann. Elf von euch sind beim Kiddie Contest 2008. Und ich werde jetzt verkünden, wer dabei ist. It's hurting me. Now it's history. Erster Kiddie Contest Teilnehmer 2008 ist Chiara Aufecker. Leonie Holz. Mira Sophia Ulz. Thilo Berndt. Iris Rachel Voskov.
Stefan Schösswender. Carmeline Turki. Sophia Hopfer. Vanessa Scheffenacker. Um den Sieg am 1. November 2008 beim Kiddie Contest wird auch Alexander Abazowski kämpfen. Und die heurige Kandidatenfamilie bekommt noch jemanden dazu. Wir freuen uns auf Magda Ruck. Ich wurde als Letzte aufgerufen und ich war so angespannt. Und jetzt endlich, ich glaube immer noch, ich träume. Es ist so cool. Oh. I don't wanna talk. Boah, dann gesagt hat, ich bin weiter. Und dann sind mir die Tränen übergrünen. Wahnsinn, also das Gefühl ist echt Wahnsinn. Man steht da und ist total aufgeregt. Die Hände sind nass, weil man geschwitzt ist und man zittert. Und wenn dann der Name gerufen wird, Erleichterung, Freude. Geil. Natürlich, aber super. Großartig. Oh, ich bin so aufgeregt auf die Show. Also unbeschreiblich. Ich bin so froh, weil ich habe mir das echt von ganzem Herzen gewünscht. Ich bin so, so überglücklich. Also das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gefühlt habe. Das ist so unbeschreibbar. Oh, wow. So wow. Morgen um 20.15 Uhr findet das große Finale des Kiddie Contest 2008 statt. Mit 11 Kandidaten, die schon jetzt alle Gewinner sind.